Grundrechtsklage wird zurückgewiesen. Gerichtskosten werden nicht erhoben. Außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet. Ich bitte wieder Platz zu nehmen. Klage verloren, aber politisch trotzdem gewonnen. Die Kommunen können für die vom Land Hessen verordnete bessere Betreuung in Kindertagesstätten künftig mit mehr Geld rechnen. Das haben die Richter am Hessischen Staatsgerichtshof heute entschieden und damit ein tendenziell ausgleichendes Urteil gefällt, mit dem alle Beteiligten irgendwie leben können. Das Urteil ist sehr viel besser für uns, als es der Tenor eigentlich aussagt. Es ist klar, dass die Mindestverordnung Kostenfolgen auslöst, die das Land ausgleichen muss. Das hat es bisher nicht getan und das wird es jetzt tun müssen. Das heißt, unser eigentliches Ziel haben wir erreicht. Die hessische Landesregierung hatte die sogenannte Mindestverordnung Ende 2009 erlassen. Sehr zum Unwillen der Kommunen. Diese sahen darin nämlich einen unzulässigen Eingriff in ihre kommunale Selbstverwaltung. Von den zusätzlichen Kosten für Städte und Gemeinden ganz zu schweigen. Die Wiesbadener Richter sahen das jedoch anders und urteilten, dass es grundsätzlich in Ordnung sei, wenn das Land neue Aufgaben an die Kommunen übertrage. Nur müsse es dafür eben auch finanziell gerade stehen. Bei weiteren Verhandlungen wird es jetzt vor allem noch um die Höhe der zu erwartenden Mehrkosten für Kitas und Kindergärten gehen. Nach Berechnungen der kommunalen Kläger sind das jährlich rund 260 Millionen Euro. Das Land Hessen beziffert die zu erwartenden Mehrbelastungen dagegen auf lediglich 130 Millionen Euro, also auf gerade mal die Hälfte. Das wird sicherlich im Laufe der Verhandlungen weiter geklärt werden. Das ist klar, es gibt unterschiedliche Positionen, da wird man sich sicher in irgendeiner Weise annähern. Ja, da werden wir uns zur Höhe schon noch streiten. Aber heute ist wichtig, dass wir dem Grunde nach eine Klarheit bekommen haben. Das war ja auch unser Ziel. Und dem Grunde nach muss das Land die Mehrbelastungen ausgleichen. Der Direktor des Hessischen Städtetages, Jürgen Dieter, geht davon aus, dass das Land Hessen nun schnellstmöglich eine gesetzliche Regelung zum Ausgleich für die Mehrkosten schafft. Dies könne etwa über den kommunalen Finanzausgleich geschehen. Die Hessische Staatskanzlei reagierte zunächst zurückhaltend auf die Entscheidung der Wiesbadener Richter. Man wolle das Urteil jetzt zunächst einmal gründlich analysieren.